Willkommen, Freunde, zu Lost Worlds Beyond the Page. Das Game erscheint 2021 und heute am 25.04. ist die Demo erschienen. Die schauen wir uns mal an. Oh, da gibt's Geschenke, da hat wohl jemand Geburtstag, ne? So, das ist ihr Tagebuch, oder? Ja, genau. This book belongs to me. Oh. Sehr schön, wir laufen erstmal in ihrem Tagebuch rum. Formal, I know. But we've only just met. Let me introduce myself. So, sie stellt sich erstmal selber vor. Okay. Most people call me Izzy, not Dad. He calls me Titch. My little brother Ben calls me Isbo. I call him he who chews curtains. He likes red for breakfast. Ist ja ganz niedlich gemacht, ne? Also ein Tutorial, wo man jetzt sozusagen erfährt, wie man quasi Steuerung, also wie die zu stattfinden so hat. Mom, my top tea drinking buddy. Ja, geht's hier weiter? Okay. Oh, Katzen tapsen. I go get my tea and this. So, wir können eigentlich immer was markieren. Wir können das verschieben. Können wir den Riss irgendwie verschieben? Nö. Is Pinky. Ah, okay. I think she's jealous of you. So geht das. Ja, schön gemacht. Sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Das ist sehr innovativ, muss ich sagen. Ah, sie hat wirklich Geburtstag. Mom and Gran started the singing. Ben gurgled along. I blew out the candles. So. Wo geht's hier weiter? Ah. Weiter geht's. Since I was little, I've always dreamed of becoming a writer. This is where you come in, Jana. Können wir den noch ein bisschen weiter nach hier verschieben? Ja. Super. Gran always says. Muss man erstmal drauf kommen, ne? Also, auch so eine Idee. Also, das finde ich schon sehr gut. Da sieht man mal, die Independent Games sind gar nicht so schlecht hier. Ne? Füg dich ein. War wahrscheinlich falsch. Right. A writer writes. Jawohl. Ein Schreiber schreibt. No one ever got anything just by wanting it. So, und wie komme ich jetzt nach da unten? Kann ich noch irgendwas verschieben? Vielleicht, dass ich hier rumlaufe? Kann das sein? Nö. I guess that birthday alles klar. Also, wenn wir so ein Wort sehen, so wie das da rechts, dann gehen wir da drauf und dann. Okay.
Dann müssen wir das hier rüber packen. Na. So. I'd like to write something that will make Grant smile. Okay, jetzt können wir auf Growing gehen. Growing into big trees. Is that to make me feel better about my height? Ah. Und dann gehen wir hier auf Beta. I want to write a story. But what kind? A romance? Ich muss ja sagen, ich bin ja begeistert von der Idee. Also, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Fairy tales. Wait, we're getting somewhere. Da merkt man mal, das ist Jump'n'Run ist noch nicht tot. Und es gibt immer wieder sehr innovative Leute, die sich das Ganze mal anschauen. Und sagen, Mensch, pass auf, ich habe da eine Idee, die könnte man noch umsetzen. Echt geil, also. How do I start my fantasy story? Once upon a time. Ugh. No one said this would be easy. Again. From the top. Ja, hätten wir auch rüberrennen können. Auch geil, ne? Dass die, das Tor besteht quasi aus einem Riss in ihrer Seite. So. Astoria. Ah, da geht's jetzt weiter. Also das heißt, wir haben das Tutorial fast geschafft und sind gleich in dem richtigen Level. Das sieht so nach Georgia aus, finde ich, von der Größe. Ja. Everyone knew her by the bright color. So, das sieht mehr nach Purple aus, würde ich sagen. Of her purple dress. She was ready to begin her adventure. Jawohl, wir können gleich loslegen. In fact, she'd been preparing for it her whole life. For she was oh, hier rüber und auf Guardian. Village Guardian. Elder Ava. Everyone was very fond of Georgia. Her heart was full of curiosity and compassion. So, weiter dahin, dahin. Was. So. Das muss ein längeres Wort sein, ich glaube. Playful kommt hier rein. As playful as her. Ja. So. Los geht's im richtigen Abenteuer. Also, die Innovation für ein Tutorial war schon sehr geil. Und jetzt landen wir hier in der wunderschönen Landschaft. In the land of Astoria. There lived a young girl named Georgia. Die Erzählstimme ist auch sehr angenehm, muss ich sagen. She was playful and loved using her wit and imagination. Oh, ein kleines Baumhaus. Suddenly, a faint speck of light floated down and began to buzz around Georgia. Hello, little firefly. Did you come for my birthday? Oh, Elder Ava's gonna be so happy. Let's head back to the village. The Firefly shared George's excitement. We should pick up my gaming marbles on the way back. They are all over the place. Because I fought a giant with them. Right, Firefly? Ja, alles gut. So, komm. Ich hier denn was machen? Irgendwie mit meiner Firefly hier. Nee, hier ist... ach, hier ist so ein Stein, ne? Wenn ich den
Damit bewegen oder wie mit mal Firefly? Ne. Ah, mit X und links. Alles klar. Ja, das sieht doch schon gut aus. This one was the glass eye of a sea sprite. Ja, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, weil ich spiele das mit dem Xbox-Controller auf dem PC und ich weiß manchmal gar nicht, wo X und so ist. Aber wir schauen uns das ja an und gewöhnen uns daran. Also ich finde das schon bis jetzt sehr nice, muss ich sagen. Also für ein Jump'n'Run. Innovativ. Georgia imagines shark fins circling below. Phew, we made it, Firefly. And so, jetzt geht's ab. So, links und A. A ist für springen, okay. Georgia knew many secret paths back to the village. Like this one. So. Sagt er links nach unten. Ah, okay. Man kann einmal nach unten ziehen und dann nach rechts drücken. Alles klar, jetzt habe ich's. So. Naja, das schaffen wir doch auch. Klar, super. Ist jetzt auch sehr easy, muss ich sagen. Aber wer weiß, was da kommt. Hier ist ein kleiner Fahrstuhl, geht's bergauf. Ist ja besser, als wenn sie mal bergab geht. Also ich muss sagen, dafür, dass 2021 erst rauskommt, ist schon ziemlich weit entwickelt, finde ich. Ich habe schon Spiele gespielt, die 2021 rauskommen. Also Demos, die waren nicht so weit entwickelt, die waren mehr im Alpha-Stadium. Einen Besuch abstatten. Elder Ava. Happy birthday, Georgia. I've made a new friend. One of our sacred fireflies. This is a very special thing indeed. Does this mean? Yes, it is time. Would you fetch me that box, please? Ava was sure that Georgia would rise to the occasion. So. Jawohl. Wie wir es im Tutorial gelernt haben. Ich dachte erst, das wäre ihre Oma, aber das muss wahrscheinlich irgendeine Zauberin oder so sein. Go ahead. Open it. Ach, LT soll ich drücken. Ich drücke mal die ganze Zeit RT. Muss mich ja nicht wundern. This will store all the magic words you find. Some will stay with you. Others are fleeting. Okay. They will help you overcome any obstacle. Now, your training is complete. Super. Congratulations, new Guardian of the Fireflies. Oh, wir dürfen uns jetzt Guardian of the Fireflies nennen. Das ist ja nice. Guardian in retirement. Wollte ich schon immer werden. You should head to the shrine tree for the other Fireflies' blessing. I'll join you shortly, dear. Oh, before I forget. A little something of mine to mark the occasion. Oh, was haben wir jetzt hier? Elsa Ava reached inside her pocket and handed Georgia a gift. Tja, was nimmer? Nimm mal ein Ruby. Ruby. A Ruby, nicht Ruby. Now off you go.
Okay, weiter geht's. Mit neuen Fähigkeiten geht's jetzt wahrscheinlich weiter. Das ist schön, dass sie auch stolz auf mich ist. I can't wait to try out my magic book. And all at once, Georgia was surrounded by the hustle and bustle of village life. So. Was haben wir denn für neue Fähigkeiten? Georgia remembered the word book Elder Ava had given her. So, wir müssen wahrscheinlich mit... Gucken, haben wir noch eine andere... Also, wir können uns hier ducken. Wir können... Hier können wir springen, ganz klar. Ah, mit der linken Maus... Ah. Ah, so geht das. Ist doch mal innovativ. Georgia must be the new Firefly Guardian. That was amazing. The best thing I've seen all morning. Why do we have to be on call? Georgia loved throwing stones over the rooftops, but not today. Ich hoffe, die sind nicht neidisch, was mein Buch angeht. Weil nicht, dass mir einer mein Buch klauen möchte. She looked over her bustling treetop village. I heard you had a bit of leaf mold. This was all she knew. Yeah, Elder Bassus gave me a poultice. Did it work? Cleared it right. Ich wollte schon rechts rüber springen, aber es geht ja noch weiter nach oben. That's the scent of paradise. I can always use more paradise. Take 10. But inside she was still curious. Hey, Georgia! Alter, so mal eine Riesenstadt nach oben hingebaut. Also klar, das sind alles Baumhäuser und die Stadt ist an den Bäumen, aber ja, sind mal riesige Bäume und wirklich sehr hoch gebaut. Jetzt muss aber Schluss sein, oder? Ja, hier ist Schluss. Ja, sie hätte ja vorhin auch gesagt, dass die Wörter halt unser Leben bestimmen und uns immer helfen halt, um Gegenstände zu bewegen oder so. Ich sollte da wahrscheinlich eher drauf springen und dann auf Rise gehen. So, genau. So machen wir das. Boah, ich stehe ganz schön unter Spannung. Oh, er öffnet mir das Tor, sehr nett. Oh. Blast. Damn pullies. Ach, kein Problem. Wir können auch zaubern. Auch schöne Musik, muss ich sagen. Also, richtig schön märchenhaft. Also, feines Spiel.
Wir müssen jetzt schon weit laufen hier. Ui, 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 ui. Wow, haben wir geschafft. Ja, sehr sportlich. Genau. Georgia crawled through the dank, dark tunnel. So ein ziemlich düsterer Tunnel. Weiß, was uns da am Ende erwartet. Oh, die Helligkeit. Okay, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. So, wieder. Okay. Muss ich ja irgendwie nach oben kommen, ne? Ach so, ja, klar. Ich kann doch nicht nur den nach oben bringen, sondern den hier ja auch. The rocky cliff face pose no challenge to her now. Ah, super. Das geht doch ganz innovativ und einfach. Ui. The sacred bell to announce her arrival. Oh, schön Musik machen hier. At last the tree was in sight. Home to the fireflies, whose ancient energy kept the village safe from harm. Ach, das ist wieder unsere Hexe. Show them what you can do. Use your word magic to get to the fireflies. That's it. Ja, genau. You're accepting their new guardian. At last, I can get a lion. Glowing lights surrounded her. A timeless energy. Ich muss sagen, die Musik ist so echt 1 plus mit Sternchen, muss man mal sagen. Die ist schon nice. Now she was part of. Georgia became the new Firefly Guardian, but her biggest adventure was yet to come. Sehr schön. Hello, Journal. This time of the year, it gets dark so early. Ja. Like the day. It's just an accident. And the night is how the world really works. Stars and fireflies glowing in the dark. Ach, jetzt sind wir gleich im Dunkeln, ne? I've never actually seen a firefly. Do you think that matters, Journal? Glowing things are cool, especially in nature. Alle anzünden hier. Genau, Fireflies sind ja Glühwürmchen, ne? Bei uns übersetzt, glaube ich. Genau. Wie sowas. Genau, Glühwürmchen. Oh! As we walked over the pebbles. Ich muss sagen, also die Idee dahinter, die ist so genial. So schön umgesetzt, auch mit der Musik. Also ich bin echt begeistert. Empfehlung, würde ich sagen. Bioluminescent. Tiny plankton in the water. Being moved. Achso. And forth by the tide.
Ich dachte schon, ich kann schwimmen. But it felt like magic. Ja. Was wir mit der Magie so machen können hier. Ah. I got up very early the next morning. I sneaked into the kitchen, got a jam jar, and went down to the shore, to where I'd seen the plankton. Das funktioniert nicht. Kommen wir jetzt da noch mal hoch? Nee. Denk mal, das müssen wir ganz nach unten ziehen, ne? So, und jetzt schieben. Sehr gut. Das haben wir auch geschafft. Ja, so ein bisschen nachdenken muss man schon. Aber jetzt nicht überwiegend schlimm oder so. Nur halt rein so leicht innovativ. Jawohl. I showed Gran the jar. She laughed. Gran always says. Ich denk mal, can't kommt zuerst. You can't put a cork in nature. You can't put a cork in nature. You know. They need sunlight and nutrients from the tide. Gran knows about those things. She used to be a marine biologist. Gran bought some special algae that would grow at home. We spent the whole day planning it. So, Wasser braucht das Aquarium? Das brauchen wir noch. Sand? Sand. Korallen? Corals. Können wir auf jeden Fall reinpacken. Ein Haus? A house. Pebbles. Ja, Pebbles. Glassteine. Company. Ja. Lights. Und weg sind wir. For Gran's photo album. For our future selves to remember. Auch schön gemacht. Können wir hier das Bild aufwischen? Schöne Erinnerung. Hier dasselbe. How we took turns, stirring the algae in. Ja, sie erzählt natürlich die ganze Zeit eine Geschichte. Und das ist halt das Interessante irgendwie daran. Man ist klar, wenn man kein Native Speaker ist, versteht man nicht alles komplett. Aber schon niedlich gemacht auf jeden Fall. Own bit of magic. Ja, ist ja Magie. Izzy. Oh. Die Mutter klopft schon. She just got a call. She has to leave now. It sounded really bad. Oh. I have a weird feeling in my stomach. Oh, das ist nicht gut.
something I don't know how to deal with. We just heard that Gran has had a stroke. Oh. I don't want to believe it. I can't lose her. War gefallen. Kann ich es nochmal wiederholen? Hallo? Ah, es geht weiter, super. From a hazy, distant dream. Nachts. Something unnatural had stirred her from slumber. Sieht aber auch geil aus. Oh, es brennt draußen. Georgia, a giant creature is attacking our village. Oh, scheiße. Attacking? I thought the fireflies protected us. There must be something wrong. Get to the tree at once. Hurry. Okay, ich eile. Scheiße, also ein Riese hat uns angegriffen. Georgia was surrounded by smoke and cinders. As she hurried past the crackling rooftops, her concern grew. Hey, Georgia, you gotta hide. You can hide with us. Broken. The lift. No, there's no space. Okay, broken, dann gehe ich mal auf Rice, ne? Sollte nicht das Problem sein. Oh, jetzt geht's wieder ganz nach oben. Natürlich scheiße, ey, wenn das da brennt, ey. So, und sie hätte ja gedacht, dass die Glühwürmchen uns beschützen, aber da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Und deswegen sollen wir jetzt zum Baum laufen. Da wollen wir ihn mal befreien. Oh, my pleasure. Okay, super. Okay. One step at a time. Nehmen wir mal lieber mit. Das wollen wir nämlich noch gebrauchen. Ah, Repair haben wir jetzt drin. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal auf Rise. Das haben wir ja vorhin auch gemacht. Das ist ja quasi dasselbe Spiel wie vorhin, nur im Dunkeln. Es brennt überall. Und einiges ist kaputt. Georgia rushed out to meet it. Soon she would prove herself as the new village guardian. Also man hat so das Gefühl, man spielt so ein kleines Märchen irgendwie. Ah, ist so richtig angenehm. Ist jetzt nicht so hektisch oder actionlastig und man hat irgendwie das Gefühl, dass man Angst haben muss. Es ist einfach so schöne, angenehme Musik. The earth yawned below her. Und ansonsten, ja, die Geschichte ist auch ganz nice dahinter. Made it. Ich meine, okay, das wird alles noch schwerer, vermute ich mal, wenn wir uns, ja, jetzt dem Riesen stellen müssen. This tree did not comfort her. Wir müssen ja gleich am Baum sein. Ich glaube, das war jetzt hinter dem Tunnel. Oh, nochmal Glück gehabt, ey. With nobody around to extinguish them, fires burned out of control. Ah, hier können wir es löschen. Stay with you.
Ah. Rice and Repair mal behalten, aber löschen leider nicht. Ach nee, genau, hier war. Hier war das, genau. Hier, danach müsste jetzt, glaube ich, der Baum kommen. Lay silent on the ground. Jo. Ey, die, also wie gesagt, Musik 1+, Innovation 1+. Es ist sehr angenehm zu spielen, muss ich sagen, wirklich. Also ich wiederhole mich, aber angenehm, angenehm. Ach du Scheiße, der Baum brennt. Irgendwas reparieren? Nee. Dreadful realization dawned on Georgia. The fireflies were gone. Ja, scheiße. Ja, die Glühwürmchen sind weg. Hm. A new determination rose in her. She would find revenge. Eldereva! Something took the fireflies. I know. Our people will fall sick without them. Okay, die werden alle krank ohne die Glühwürmchen. Was ich immer krass finde, ich mache mir ja den Forrest Gump und laufe und springe und tue. Und die Alte taucht dann doch immer wieder auf. Go and may the love of this village guide you. Georgia took a deep breath. She knew what she had to do. There would be a reckoning. Ja, ich... The earth could fall away beneath her. But she would not be stopped. This was further than she'd ever been before. Ich muss mich auf jeden Fall dem Riesen stellen. Wondrous. And terrifying. Fear was at her side. And hope in her heart. But things were about to get worse. Much, much worse. Is that a dragon? Oh. Alles klar, der Drachen hat ihm wahrscheinlich alles angezündet. Not slow down. Not for crumbling paths. Alter, wie viel Geschichte dahinter steht, das ist echt unglaublich. Okay. Wahrscheinlich Repair, dass die wieder aufstelle, ne? Ja. Das ist auch von der Steuerung her sehr gut, weil du kannst die wirklich hier, du kannst links laufen und springen und trotzdem kannst du die Sachen reparieren. Völlig unkompliziert. Not for giant monsters. She would get revenge. No matter what. Oh Gott, ey, so ein kleines Wesen soll sich da so ein Drachen. Oh, wait. So ein Drachen stellen. Da forward. Hat man gleich gemerkt, da verschlägt es mir die Stimme. Ey, wo willst du denn hin?
können wir denn aufsteigen? Nö. Ist die Frage. Okay, jetzt sind wir reingefallen. Aber ich muss hier irgendwas machen. Ich vermute mal, dass das richtig war. Oh, cool. Demo ist zu Ende. Alter. Also 1 plus mit Sternchen. Ich würde... Sieht zwar so aus, als wäre das so ein Mädchen-Kinderspiel irgendwie, aber ich fand mich angenehm unterhalten und sehr, sehr nice. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mal einen Daumen, abonniert den Kanal. Wir werden öfter mal so eine Sachen testen und anspielen. Und ich freue mich auf das nächste Mal und wenn das Spiel rauskommt. Ich werde es mir jetzt auf jeden Fall bei Steam auf die Wunschliste packen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.